Hallo und grüßt euch zum neuen Video. Servus. Ich habe einen Denkfehler drin und kann das so nicht benutzen. So geht das leider nicht. Warum, zeige ich euch jetzt. Wenn das Rohr hier jetzt drin ist, kann ich natürlich den Flug gerade mal so nicht einmal in die unterste Stellung bringen. Geschweige denn, ich kann ihn nicht fahren. Wir sind hier zu niedrig mit dem Flug hinten. Ich muss das Ganze also anheben, um den überhaupt transportieren zu können. Ja, was macht man? Also ich muss mit dem Flug höher kommen, um den auch transportieren zu können. So bringt mir das ja gar nichts, weil ich muss ja auch mal wenden können im Beet drin und den jetzt mal drehen. Das geht natürlich auch nicht. Ja, wie macht man das Ganze jetzt? Ich habe mir hier schon mal ein bisschen Stahl zugeschnitten wieder. Wir schneiden das dann hier ab. Dann kommt hier das nach unten, die Verlängerung nach unten. Und das wird diese Buchse, die dann da hinten, die jetzt hier ist, die machen wir hier hin. Hier noch die Strebe rein. Und dann kommen wir mit dem ganzen Flug höher, was natürlich dann auch besser ist fürs Transportieren. Wir sind ja ungefähr 20 cm höher, so ungefähr. Und der Flug ist dann in dem Bereich, dass wir dann noch transportieren können. Und das bauen wir jetzt. Ja, mir ist das letzte Mal bei der Säge schon aufgefallen, dass die sehr schief sägt. Also wenn ich das jetzt hier gerade absägen will, dann geht halt das leicht in die Schräge runter. Jetzt muss ich mal das Sägeblatt nachstellen. Ich zeige euch mal kurz, wie ich das mache. Also ich mache es immer so, dass ich hier Taschenlampe einspanne, eine Magnettaschenlampe hinten und hier einen rechten Winkel hinhalte. Und wenn ich mir das jetzt hier so anschaue, diesen Lichtspalt, dann erkennt man, wenn man genau hinschaut, oben einen größeren Lichtspalt als unten. Das ist nur minimal. Das ist jetzt vielleicht ein Millimeter oben mehr als unten. Aber das muss man jetzt, ich weiß nicht, ob man es in der Kamera überhaupt erkennt. Oben erkennt man es, glaube ich, diesen Lichtspalt, der ist oben mehr als unten. Und einstellen tut man das Ganze hier. Also ich verdrehe das jetzt hier. Das schrauben wir jetzt erstmal auf. Nicht zu viel aufschrauben, ganz, ganz leicht bloß. Und dann schaue ich mir den Spalt an. So passt es ungefähr. Und dann schrauben wir es wieder zu. Und wenn man es jetzt anschaut, und ich halte es genau hin, dann erkennt man, dass der Lichtspalt nicht mehr vorhanden ist. Also ich tue es jetzt mal weg. Oder überall gleichmäßig ist. Dasselbe haben wir natürlich auf der anderen Seite auch. Mal schauen, wie man die Taschenlampe festmacht. Dasselbe haben wir auf der Seite auch. Aber hier passt es scheinbar. Ja, minimal vielleicht, oder? Hier ist auch oben der Lichtspalt noch größer. Das heißt, auch hier müssen wir weiter rüberkommen. Das heißt, da schrauben wir hier auf. Genau, und ansonsten passt es jetzt hier auch. Schauen wir mal den Lichtspalt an. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. So passt es mir. Gut. Und jetzt denke ich mal, jetzt können wir es mal testen, wenn man hier das Ganze absägt, wie gerade das ist. Ich nehme jetzt hier einfach nur das Werkstück einmal. So ein Werkstück schneiden wir hier kurz was ab. Zum Testen. So, und wenn wir das jetzt hier so hinhalten,
Dann sehen wir, dass das ganz genau ist. Dann können wir es mal kurz drehen. Und auch hier sehen wir, dass das ganz gut passt. So, dann können wir jetzt hier das hier abschneiden. Ich nehme jetzt das auch nur so lang, wie es ungefähr sein muss. So, hier sind wir jetzt ganz gerade. Jetzt, das war so dran. Jetzt wird das hier drauf gemacht und das andere hier. Perfekt. Jetzt passt das Ganze. Gut. Jetzt können wir es final verschweißen und dann bin ich gespannt auf den ersten Einsatz. So schaut es jetzt aus, das Ganze. Jetzt könnt ihr als Außenbordmotor durchgehen. Vorne ein Motor drauf, hinten ein Propeller und ich kann es ans Boot hinbauen. Jo, also zukünftig baue ich Außenbordmotoren. Gut, das Ganze schleife ich jetzt noch ein bisschen ab und dann testen wir es. Bin gespannt. Ja, jetzt baue ich den Pflug einmal an und dann schauen wir mal, ob es klappt. Und dann erzähle ich euch noch ein bisschen was zum Einachser. Also, das Ganze schaut jetzt so aus. Ich habe es jetzt nur angesprüht. Schauen wir doch mal. Ah, wie ich mir gedacht habe, das ist ein bisschen Farbe. Na gut, das kriegen wir hin. Jawohl. So. Ja, so schaut jetzt das Ganze aus. So ist er fertig. Also am Flugkörper selber habe ich jetzt noch nichts gemacht. Der gehört natürlich dann noch entrostet und vielleicht auch lackiert. Hier lackiere ich auch noch. Das lasse ich auch nicht so. Da schaue ich mal, wie ich das am besten lackiere. Welche Farbe und so. Ja, ansonsten erkläre ich jetzt einmal kurz den Einachser. Wir haben hier vorwärts und rückwärts. Das ist mit diesem Hebel hier. Und hier haben wir dann die Gänge, 1, 2 und 3. Das ist, der dritte ist der Schnellgang, der zweite und der erste sind so die Arbeitsgänge. Der erste ist der ganz langsame Gang
Hier vorne haben wir die Kupplung. Also, und hier haben wir das Einschalten vom Mähbalken, von der Kupplung. Das funktioniert dann hier. Hier haben wir natürlich Gas. 1, 2, 3. Und hier vorwärts und rückwärts. Vorwärts und rückwärts kann man schalten. Immer schalten, also ohne Kupplung. Für die Gänge schalten braucht man Kupplung. Zu dem Motor so, der ist natürlich nicht mehr original. Original war ein CA240 von Antonio Carraro drauf. Das ist jetzt natürlich ein Lonkin-Motor, ein Chinese, mit 196 Kubik, 6,5 PS. Ich verlinke euch dieses Modell bzw. das ähnliche Modell. Ich glaube, den gibt es so nicht mehr. Der ist schon ein bisschen älter jetzt. Ich verlinke euch das ähnliche Modell mal unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr den dann. Wichtig bei dem Modell ist die konische Kurbelwelle. Die ist vorne größer und geht dann hinten, wenn es dann rauskommt, weiter zusammen. Das ist wichtig. Und dann wird die Kupplungsglocke drauf gesteckt. Und die macht dann die Kraftübertragung eben aufs Getriebe hier. Ich habe hier unten hier haben wir eine runde Motorplatte, eine runde Platte, Anschlussplatte mit verschiedenen Bohrungen. Wir haben hier oben eine Bohrung oder eine Schraube durch. Hier unten habe ich eine. Und auf der anderen Seite habe ich hier oben hier auch eine drin und hier. Den An- und Ausschalter, den habe ich hier lassen. Da habe ich keinen verlegt. Könnte man aber problemlos mit dem Griffschalter nach oben verlegen. Schauen wir doch mal, ob Benzin drin ist. Ja, ein bisschen ist drin. Na, also der Deckel, der ist eine Katastrophe. Den immer drauf zu kriegen, da ärgere ich mich jedes Mal. So, jetzt. Also da tut man schon ab und zu mal rum, bis man den Deckel hier drauf hat. Ich finde den übrigens auch besser als den Originalmotor. Der Original ist sehr, sehr laut. Der ist brutal laut. Und der schnurrt wie ein Kätzchen, total leise, super. So mag ich das. Aber wir sind jetzt da weg am Pflügen und das schauen wir uns jetzt an. Gut, Motor anlassen, Schock rein. Also hier kann man einfach einschalten, nach vorne, dann fährt er. Schalten wir mal in den nächsten Gang. Kupplung. So. Also ich habe jetzt mit Pflügen keine Erfahrung. Ihr schaut euch das an und schreibt es mir dann, was ich besser machen muss. Ich fange jetzt einfach mal auf der äußeren Bahn an. Fahr dann zurück und mach dann Bahn für Bahn, also immer von der Seite weg. Ja, ich mache zwar jetzt noch weiter, habe jetzt den Streifen hier. Es ist wahnsinnig viel Unkraut drin.
Ich hoffe, durch den Winter, also das Pflügen ist ja so, dass dann das Unkraut rausgezogen wird, mit den Wurzeln rausgezogen wird und im Winter hoffentlich dann abstirbt. Das ist die Hoffnung. Ich mache jetzt hier noch weiter, da hinten noch. Es geht. Aber ich glaube, das ist jetzt schon der Extremtest für den Einachser hier. Also normalerweise bräuchte ich viel mehr Gewicht. Also das ist jetzt viel zu wenig Gewicht, was der auf den Reifen hat. Ich glaube, da gibt es noch so Bleiplatten oder so Stahlplatten auf den Reifen drauf. Ja, wie ihr seht es selber, das ganze Unkraut hier, es ist einfach hier, die Menge ist zu viel. Ja, ich fahre jetzt hier auf der Seite eben noch schnell weiter. Ja, ich hoffe halt, dass das dann so weit ist im Frühjahr, dass ich das mit der Fräsen, dass ich das fräsen kann. Aber das Unkraut, wenn man es jetzt so anschaut, es ist locker drin. Es ist, die Wurzeln sind locker hier. Es ist schon heraus, also es bringt es schon, es geht schon das Ganze. Aber wie schon gesagt, das ist jetzt der ganze Extremtest hier. Und ja, ich mache jetzt nur weiter, das klappt schon irgendwie. Ja, zum Einachser selber, könnt ihr mir ja selber noch eure Meinungen schreiben, was ihr davon haltet. So, finito für heute. Also ich jetzt mal, Arbeitserleichterung ist es vielleicht schon, aber ich hätte es mir ehrlich gesagt auch noch leichter vorgestellt. Aber das Ganze, man braucht schon einiges an Kraft. Also ich für meinen Teil verabschiede mich jetzt bei euch. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, bitte Daumen da lassen, Kommentare. Ciao.